Wir berichten nun über einen 78-jährigen Patienten, der erneut zur Abtragung eines Adenomrezidivs im Duodenum vorgestellt wird, nach stattgehabter EMR 2012 und 2016. Wir heißen nun Professor Tschatscha willkommen, der gemeinsam mit Oberarzt Mende eine endoskopische Vollwandresektion mit Hilfe des FTRD-Systems durchführen wird. Ja, ja, Karel. Hallo. 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 Wir sind schon vor Ort. Und das ist eben ein Rezidivadenom im Bereich des unteren Duodenalknies, schon das zweite Rezidiv. Jetzt kann man sich fragen, soll man den operieren? Wie können wir das Problem am besten lösen? Es gibt ja kein zugelassenes Produkt dafür, aber das FTRD-System zur Vollwandresektion kann man in solchen Einzelfällen nach Aufklärung des Patienten als Off-Label-Use gegebenenfalls einsetzen. Und es ist eigentlich eine Läsion, die dafür eigentlich relativ gut geeignet erscheint. Ich habe das schon markiert. Ich will jetzt kein Buscopan geben, um den Magen nicht zu sehr zu erschlaffen, nachher beim Vorschieben mit dem aufgesetzten FTRD-System. Das ist das gleiche System, wie es in Colon benutzt wird. Man sieht diesen OTSC-Clip, die Schlinge, die hier an dem Rand sozusagen eingebracht ist zum Resezieren. Und 2,3 cm ist der Durchmesser und das ist, glaube ich, das größte Problem an der ganzen Sache. Ne? Das ist das größte Problem eben. Man kann sich manchmal behelfen, indem man das Ganze mit dem Ballon aufdilatiert. Es wird ein System von der Firma Common speziell entwickelt für den Magen und ein System speziell entwickelt fürs Duodenum. Aber im Moment haben wir eben nur das FTRD-System vom Colon. Das ist hier manchmal etwas tricky, hier die Uvula, Rachenhinterwand, da vorbeizukommen. Das ist manchmal ein bisschen, so jetzt sind wir schon hier an der areoepiglottischen Falte. Hier. Schauen wir, was wir hier, ja, das lässt sich relativ gut passieren. Also wir sind schon gut über den oberen Esophagus-Sphinkter durch. Jetzt sind wir schon im Magen. Jetzt kommt die spannende Frage, kommen wir durch den Pylorus? Da bleibt man manchmal ein bisschen hängen, da muss man manchmal ein bisschen Zeit verbringen, dass man da durchkommt. Gegebenenfalls muss man den dilatieren. Ich glaube, wir werden auch ein Koloskop wechseln müssen. Ich glaube, das ist zu kurz. Da haben wir im Moment keine Chance zu kommen. Also wir haben gewechselt auf ein normales Gerät, haben den Pylorus und das obere Duodenalknie nochmal mit einem 20 mm Ballon dilatiert, haben jetzt ein längeres Gerät, ein PCF genommen und sind jetzt vor Ort. Sieht man die Läsion, Sie sehen die Markierungen und hier kommt die Zange und jetzt fassen wir die Läsion hier im zentralen Bereich auf. Ein bisschen nach links, mal zu. Wunderbar. So, und jetzt ziehen wir die Läsion hinein. Wir müssen auch ein bisschen saugen. Kommt aber eigentlich gut. Kommt gut. So, und jetzt schießen wir den Clip ab. Abgeschossen, zack, zu. Schlinge zu und. Und durch. Und durch. Wir gehen raus, bergen das Resektat. Mal Licht an. Zange auf. Zange auf. Raumlicht an. Und da sieht man das Resektat. Dann wechseln wir das Gerät. Und man sieht schon eine volle Wand. Schau mal, und im Rachen hat man so kleine Läsionen. Es ist relativ wenig. Das sieht man hier oben, ist nicht viel passiert. Und die Patienten, das erstaunt mich immer selber, die klagen sehr, sehr wenig über Halsschmerzen hinterher. Sind wir hier im Magenausgang, sieht man den Pylorus, der ein bisschen ballondilatiert war. Jetzt geht es ums obere Duodenalknie. Und jetzt sind wir hier vor Ort. Und hier sieht man, wenn man Endowasche. Dankeschön. Jetzt können wir ein bisschen Buscopan geben. Aber ich versuche mich auch nicht daran vorbeizuahlen. Wir haben ja eine limitierte Serie von 14 Patienten mittlerweile. Und auch wenn das jetzt hier so aussieht, als ob da eine Stenose wäre, eine funktionelle Stenose habe ich noch nicht erlebt. Das ist jetzt auch viel Schwellung. Also wenn man wollte, käme man daran vorbei. Ansonsten sieht man hier die Vollwandresektion, man sieht das peritoneale Fett.
Man sieht dahinter den Clip, der Bauch ist weich, der Patient kriegt eine Single-Shot-Antibiose und das war's dann. Ja, wollen wir mal ganz kurz demonstrieren, also im maximalen Durchmesser 3 cm. Makroskopisch sieht es primär mal komplett aus, muss aber natürlich der Pathologe bestätigen. Und für einen Pathologen ist natürlich ganz toll, der hat ein Vollwandresektat, der kann das richtig gut beurteilen, die Submukosa-Infiltration und sonstige pathologische Features. Herzlichen Dank, du warst spitze, Karel. Histologisch bestätigte sich die Vollwandresektion. Es handelte sich um ein Duodenaladenom mit leichtgradigen Dysplasien, welches vollständig entfernt wurde. Postinterventionell blieb der Patient beschwerdefrei. Eine Minorblutung wurde am Folgetag koaguliert. Zu unserer nächsten Endoskopie-Live-Veranstaltung darf ich Sie recht herzlich am 27. und 28. April 2018 nach Berlin einladen.